Tot macht er. Okay, jetzt hat er sich ausgeklopft. Das Spiel, ich glaube, es gab eine schwere Stelle. Ich erinnere mich an den Dungeon nicht mal ganz so gut. Er hat auch nichts wirklich, wirklich großen Erinnerungswert. Ich weiß, dass er da ist, aber es gab nie wirklich was, wo ich gesagt habe, oh Gott, da war nichts was Schlimmes gewesen. Ich glaube, es war einfach nur ein Standard-Dungeon ohne viel hin und her. Und hier ist eine Nachricht von Herrn Stanley. Erwähnenswert der Federal. Wir haben die Höhen hier im Wald von Tularia weiter ausgebaut. Ich bin sicher, es gefällt euch. Um diesen neuen Bereich Zugang zu halten, müsst ihr eine Brücke überqueren, die wir magisch verborgen haben. Wer käme denn auf die Idee, über Luft zu wandeln? Und dann eine Reihe von Teleportern aktivieren. Einer der Teleporter bringt euch in den Gefängnisbereich, die anderen beiden sind Fallen. Um den Wachdienst im Gefängnis noch sicherer zu machen, ist es uns gelungen, einige Weihern aus Elfli und einen kleinen Stern Troglodyten zur Bewachung der Gefängnisbereichs der Höhle zu fangen. Vergesst nie, sie gut zu füttern, wenn ihr in den Bereich betreten wollt. Die Weihern... Weihern allein schon. Die Weihern können sehr angriffslustig sein. Weihern allein schon. Kennt ihr Weihern? Kennt ihr Weihern-Mods für Supreme Commander? Natürlich können wir keine Verantwortung für euer Leben oder die Leben eurer Männer übernehmen. Ich finde so geil, wie ich Weihern immer Weihern nenne. Ich habe sie schon immer Weihern genannt. Ich weiß auch nicht warum. Unsere Aufgabe war es, lediglich die Konstruktion des Gefängnisses zu überwachen und die Chance auf Rettung oder Flucht zu minimieren. Aber sicher liegt jetzt in euren eigenen Händen. Ach, gut. Das ist natürlich echt sozial von dem. Halte ich natürlich mit dabei. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Ah. Meine Ring kann man immer mitnehmen, muss man mal sagen. Ne? Nichts Besonderes. Da kann man nicht viel falsch machen. So. Und den Rest, den lassen wir so. Gut. Hätten wir das. Und was ist hier los? Ein paar Sperren. Das ist aber nett. Und hier unten ist Geld. Geld nehme ich mir mit. Okay, wir sehen, wo es hier unten lang geht. Man kann ja mal gucken gehen. Hallo, liebe Kollegschaft. Tot. Das wär's mit dir. Das war ein ganz einfaches Spielchen. Aber es waren natürlich nicht die stärksten Gegner. Ich meine, die Elfenkämpfer, da kann ich so gegen vorgehen. Da brauche ich keine Angst zu haben. Die mache ich mit einfach Schlägen weg. Das seht ihr selber. Da brauchen wir keine Angst vor zu haben. Die... Das macht nichts. Es ist einfach kein starker Gegner. Das sind einfach keine starken Gegner und das sieht man sofort. Einfach aufgrund dessen, weil sie schnell wegsterben. Das ist so theoretisch und logisch, was ich hier gerade rede, aber vielleicht sollte ich das einfach dabei lassen, weil ich finde, gerade das ist doch so unterhalten, wenn man die einfachsten Gedanken mit seinem Publikum teilen kann, dass man sieht, hey, wir sind da einer Meinung und das ist eigentlich ganz cool so. Hallo, liebe Leute, werdet ihr gleich weggeschoben? Oh ne, du kannst einfach da durchgehen, das ist cool. Steckst du jetzt da drin? Was ist denn jetzt passiert? Was ist da passiert? Okay, denke ich nicht weiter drüber nach, es ist anscheinend einfach passiert. Okay, liebe Kollegschaft. Ich hasse euch. Ich stehe eigentlich ganz schlecht. Oh Mann, ihr Wichser. Ich hasse euch. So, kommt jetzt hier runter. Ah, da bist du. Da, die Elfenwache. Mensch, du bist ja wieder aufgetaucht. Haben wir super. Ja, das ist natürlich echt nervig, die Stelle hier, wenn man hier immer wieder hochlaufen muss, um da wieder hochzukommen. Das ist natürlich... Da denken wir auch immer, was soll denn das jetzt? Doch, habe ich hier gar keine Lust. Ja, das hat man nochmal auch mal mit so einer Tage, ne? So, komm her, du Elfenkämpfer. Du hältst ja nichts aus. Dich kann man mal so wegkicken. So, komm jetzt. So, und gleich da. Ja, du bist auch wieder da. Schön, dass wir uns wiedersehen. Aber ich töte dich einfach weg. Ja, so viel Schaden macht er auch nicht. Wir sind gut vom Level her. Wir haben alle Dungeons soweit gemacht. Von daher müssen wir uns da nicht als viel Gedanken machen. Wir sind gut dabei. Was Level angeht, sind wir, glaube ich, zurzeit sehr gut dabei. Wir müssen uns also nicht allzu viele Sorgen machen. Gut, was haben wir hier? Hauen wir ab! Hier können wir wieder abhauen. Und dann geht's... Oh nein. Lasst uns etwas töten gehen. Schloss Navan? Schloss Navan? Ha! Achso, das ist der geheime Eingang zu den Elfen hier. Das ist ja witzig. Und da sind Drachenfliegen. Das ist ja noch witziger. Was machen die denn hier? Die sind hier Drachenfliegen. Charisma. Scheiße. Was ist denn hier los? Achso. Wir sind einfach so eine Leute einfach. Hallo. Komische Elfenkundschafterin, die irgendwie auch nichts drauf hat. Ich töte die mal. Tot. Oh, die hat einen Langbogen dabei. Ja. Hallo, andere Elfenkundschafterin, die auch da ist. Tot. Ach, der Elfenschütze, es gibt noch eine schlechtere Version von denen. Was ist denn das Stärkste gerade, oder? Kann ich das Bild mitnehmen? Nee, kann ich nicht. Dann gehe ich hier mal weiter rum. Nehmen wir noch ein bisschen mehr Geld. Macht er. Oh, Warship. Okay, dann gehen wir rein. Und die mache ich auch nochmal auf. Schon entschärft. Da ist ja gar nichts drin. Das ist ja langweilig. So. Was passiert, wenn ich das hier auch mache? Dann kommt die Drachenfliege. Ja, wenn ich jetzt wahrscheinlich hier hochgehe, dann kriege ich Ärger, ne? Ich glaube, dann hassen die mich auch alle. Noch nicht ganz. Oh doch, die hassen mich echt alle. Geil, ey! Okay, damit hätten wir das geregelt. Die Elfen hassen mich allesamt. Geil! Derbe Krieg angezettelt. Finde ich richtig gut. Also, ich treffe die nicht. Scheiße.
Ja, der erste Mexican Sarge jetzt auch völlig durch. Ich habe mein Schild, den mache ich jetzt mal auf, weil die eh nur mit ihren Bögen herumschießen. Aber was soll's. Nicht harmlose Bürger töten, das macht man nicht. Okay, neutral. Leute, das darf ich jetzt, die darf ich doch töten, ne? Noch geschafft. Ich weiß das nicht, ob das gerade so nett ist, was ich hier tue. Aber Ork, mach immer Ork, machen sie. Ork. Hör auch mit Ork. Ich hasse Ork. Ja, wie, das ist ein komischer Blutjack. Die sind auch nicht stark hier, Alter. Ich regeneriere mich so schnell hinterher. Das kann mir so wurscht sein. Aber ich töte sie jetzt auch alle, das ist mir egal. Weil wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann nehme ich sie jetzt hier alle mit in den Tod, ey. So, tschüss. Ich darf nur keine Unschuldigen töten, das macht man nicht. Mist, verschlossen. Die Tür ist verschlossen, das ist aber echt schade. Mann, da wollt ihr ja gar nicht mehr mit mir reden. Ja, will ich auch gar nicht mehr, blöde Assis. Hallo. Wirklich zu einfach. Tod. Au. Ja, Schilde. Ich habe ja Schild aktiviert, von da müssen wir da nicht so viele Sorgen machen. Die machen mir nicht so viel Schaden. Dank mein Schildzauber. Ich kann noch mal gucken, was habe ich noch für Zauber, die ich einfach mal so reinschmeißen kann. Tag des Schutzes, Alter. Da geht die Party ab. Spürt man kaum. Okay, so wie zu dir. Und ihr habt natürlich auch, noch eine Abreibung verdient, bitte. Alter, das sitzt. Ah, damit haben wir sie. Wir sind so stark hier drin. Aber wie ihr seht, die Elfen sind nicht die stärksten. Wenn wir jetzt in der Burg so ein Massaker machen würden, wo wir eben gewesen sind, der uns da anvertraut haben, dann wäre es eine andere Geschichte. Weil die halten natürlich um einiges mehr aus. Hallo? Wenn ihr schon mal hier, ist so ein Herkules, ist da hinten abgebildet. Da brauche ich gar keine Angst zu haben hier. Das ist so lächerlich. Die kann ich alles so töten. Das ist alles kein Problem. Da schwebt ein Pfeil in der Luft, wollte ich mal sagen. Habe ich einmal so gesehen. Ich glaube, ich kann ja auch ein Gemälde finden, was ich brauche. Was willst du von mir? Das ist auch echt alles so einfach. Wieso sind die so knapp angezogen? Die haben selber Schuld, wenn die sterben, wenn die so ihre Titten in mein Gesicht drücken. Ey, das ist doch selber schon entschärft. Das ist doch unglaublich hier. Unglaublich ist das. So, Geld. Okay, so viel Geld. Und nochmal Geld. Schon entschärft. Okay, nicht schlecht. Immerhin. Nichts Besonderes. Ja, ist echt nichts Besonderes. Hast schon recht. Naja. Weiter geht's. Gucken wir uns mal hier alles so an. Es kann mir eh alles wurscht sein jetzt, weil die mich eh alle hier hassen. Aber ich kriege keine schlechte Stimmung dadurch, ne? Nee. Na gut. Ah, ich bring die auch eh hier alle um. Wen interessiert, ne? So. Wir finden hier noch ein paar Zauber. Die muss ich immer mal wieder hinschmeißen. Stunde der Macht. Alter, was finde ich denn hier für einen kranken Kram? Finde ich hier noch mehr? Nein. Na, doch, hier habe ich was gefunden. Hier ist was. Das ist... Nichts Besonderes. Opferung. Und was ist das? Auferstehung, Alter. Auferstehung. Das ist ein sehr, sehr mächtiger Zauber. Das werden wir mal komplett vernichtet worden. Schon tot. Doch noch geschafft. Das macht noch nicht mehr Sinn. Das werden wir doch mal... Oh, Ranger. Oh, Alter, so stark. Scheiße, werde ich nicht besiegen. Ranger. Tot. Okay, gut. Ranger tot. Okay, war voll stark gewesen. Hab gesehen, wie stark er war. Er hat voll nichts gemacht eigentlich, aber egal. Er hat voll nichts drauf gehabt. Aber es ist also mal in den Spielen, ne? Finde ich noch mehr tolle Sachen hier an den blöden Bücherdingens. So nennt man das jetzt heutzutage. Hallo, schlechte Schützin. Kannst du sterben? Ok, mach sie. Ok. Okay, kann doch nicht sterben. Okay, jetzt kann ich sterben. Nichts Besonderes. Versklaven, Alter. Jetzt kommen die geilen Dinger. Ja, jetzt hört auf zu nerven. Ich bin eh der Mächtigste hier. Könnt mich mal. Ich bin so mächtig. Ich bin einfach Mächtigkeit in Person gerade. Ich weiß auch, es werden auch viele schwere Passagen ins Spiel kommen. Jetzt gerade kann ich einfach mal durchrennen. Das ist auch mal was Cooles. Das macht auch mal richtig Spaß. Eine Ock, machen sie. Eine Ock. Okay, ich sage nicht immer inne Ock. So muss ich das inne immer dahinter machen. Wahrscheinlich, weil das Wort sonst zu lange, zu kurz klingt. Also mache ich das immer dahinter. Das kann gut sein. Habt ihr schon gesehen, dass ich Mauszeiger bitte? Oh! Ups. Das wollte ich gar nicht. Oh nein, Elfenranger, ich werde so sterben. Eigentlich nicht. So einfach. Eigentlich ist es mir voll kackegal, weil die eh nichts drauf haben. Mach dich wieder. Hallo Elfenranger, der nicht stark ist. Also ich habe braune Haare. Ich habe Genitalien. Stirb endlich. Du bist tot und ich nicht. Das ist sinnvoll, Heinz Börner, würde ich mal so sagen. Das ist so wohl passiert gerade. Schon entschärft. Okay. Dann machen wir das mal hier zu. Und mein Ruf ist natürlich echt total gut hier jetzt. Aber neutral. Mein Ruf steigt aus irgendwelchen Gründen, weil ich die ganze Zeit Elfen umbringe. Welche Logik verfolgt das eigentlich? Wieso kriege ich dafür einen guten Ruf, wenn ich die ganze Zeit Elfen umbringe? Das ist nicht gut. So, mach mal auf den Scheiß. Okay, geht nicht. Wie komme ich da hin? Das ist voll die geheime Grube dort. Kann ich hier irgendwas öffnen oder so? Nö. Das ist so ein kleines Rätselchen hier, wa? Müssen wir mal überlegen. Ich glaube, da ist ja irgendwo ein Scheiter oder ähnliches. Vielleicht auch nicht. Vielleicht bin ich auch einfach zu doof, um das irgendwie jetzt gerade zu finden. Na gut, wird wohl noch irgendwann aufgehen. Ich gehe einfach mal weiter durch die Gänge. Vielleicht finde ich ja was.
Wir haben ja noch ein paar mehr Gänge, die wir hier durchforsten können. Im tulieranischen Forst. Haha, durchforsten im Forst. Alter, ich werde immer besser, ey. So, weiter gucken. Ich könnte auch hier reingehen. Hallo? Massensterben erstmal wieder einleiten. Hallo? Ich bin Ranger, ich habe braune Haare, Genitalien, ich habe die dicksten Brüste voll, also deshalb sterbe ich hier nicht weg. Also yeah. Noch knapper anziehen, noch knapper anziehen. Okay. Macht mir keinen Spaß. Sie ziehen sich zu knapp an. So, eines von denen kann ich hier, glaube ich, mitnehmen. Eins von denen hier kann ich, glaube ich, mitnehmen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich meine, ich kann eins von den Dingern hier mitnehmen, von den ganzen Porträts. Und das brauche ich dann für diesen Porträtsammler. Meine, was hat der überhaupt für ein Denken? Ach, egal. Okay, was ist hier? Hallo? Hier sind nochmal ein paar. Nochmal ein paar. Schützen einfach. Wirklich zu einfach. Stirbt. Okay. Hallo? Wo bist du? Da. Schießt mit dem Pfeil im Rücken so. Meinen Leuten ist es einfach voll scheißegal. Okay, was haben wir hier? Nichts Besonderes. Oh, das kannst du aber gut verkaufen, mein Freund. Das nehmen wir mal mit. Das ist ja gar nicht so schlecht. Pferdenring kann man auch gut verkaufen. Diese kleinen Sachen, die bringen immer zwar nicht so viel Geld, aber sind im Vergleich zu ihrer Größe, sind sie doch ganz schön viel wert, muss ich einfach mal sagen. Gut. Ich glaube, jetzt habe ich alles eher abgemetzelt. Jetzt ist die Frage natürlich noch, warum ich mich hier schon wieder rausklicke. Das macht man nicht. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal Richtung. Ich muss jetzt eigentlich diesen Schalter finden, ne? Irgendwie muss da ja ein Schalter sein, dass man so sagt, so, hey, jetzt kommst du da weiter. Aber ich weiß nicht, wo der sein soll. Gibt es den überhaupt? Kann sein. Muss nicht sein. Kann auch sein, dass ich erst woanders hier so einfach Schalter drücken muss. Aber das ist halt, wie gesagt, nicht mir nicht bekannt. Hier ist ja nichts. Hier ist ja nichts zum Drücken, sag ich mal. Hier ist überhaupt nichts. Ja, dann würde ich mal sagen, dann gehen wir erstmal nach oben und metzeln da alles weiter. Da ist ja auch noch Krieg angesagt. Und ich glaube, das ist sogar noch ein größerer Krieg als der hier unten. Na, gucken wir mal. Wir können auch mal die Fackel wieder anmachen. Was haltet ihr davon? Ist auch keine schlechte Idee, oder?